Damit ist alles bereit für den Anstoß. Die Mannschaft, die auf ihrem Bildschirm von links nach rechts angreift, das ist Turin. Und von rechts nach links im Angriff sehen Sie Rom, Davids. Schön freigespielt. Da machen sie sehr geschickt die Räume eng. Und die Chance. Oh, jetzt müssen sie aufpassen. Totti. Del Piero. In den freien Raum. Sie lassen dem Gegner jetzt zu viel Platz da vorn. Aber segelt ans lange Eck. Sie lassen dem Gegner kaum noch Platz, sein Spiel zu entfalten. Nummer 16. Die letzte Verteidigungsbastion wird ihnen schließlich zum Verhängnis. Brom zurückgespielt. Spielt ab nach innen. Sprungduell zum Ball. Davids. Del Piero. Da ist er vorbei. Eine hohe Flanke für das Tor. Wir nähern uns dem Halbzeitpunkt der ersten Spielhälfte. Er bedient die Sturmspitzen. Del Vecchio. Energischer Einsatz im Kampf um den Ball. Sie bleiben erneut hängen. Sie finden einfach ihren Spielrhythmus nicht im heutigen Match. Und ein Foul. Das ist kein Theater. Man sieht, das hat wehgetan. Das könnte ein Tor! Was für ein Treffer! Schauen wir uns das noch einmal an. Del Piero.
Bietet sich geschickt an. Schönes Dribbling. Versucht, das Spiel ein bisschen zu öffnen. Del Piero. Also schaut. Und es ist passiert. Schauen wir uns das noch einmal an. Del Piero. Eindeutig zu früh losgelaufen. Del Vecchio. Mit dem Kopf verlängert. Schön eingefädelt. Brandgefährlich. Direktspiel. Und er schießt. Der Ball ist im Netz. Ein Treffer wie aus. Das wollen wir uns noch einmal in der Zeitlupe anschauen. Der Schuss. Und über die Linie! Ja, jetzt können wir diese Szene noch einmal in der Zeitlupe an. Souverän, wie er das macht. Dazu braucht man viel Selbstbewusstsein. Fast schon Fratte, unter dem der Zuschauer der eigentliche Gewinner war. Und jetzt haben sie die Chance, den Gegenangriff anzusetzen. Flanke, Thuram. Und die Chance. Und der Ball will einfach nicht über die Linie. Schönes Direktspiel. Lässt die gegnerischen Abwehrspieler stehen wie Slalomstangen. Er nimmt Maß für ein Spiel in die Spitze. Ganz kurzer Eck. Der Pfiff zum Pausentee. Ein Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Oh, jetzt wird es brenzlig. Und jetzt haben sie die Chance, zum Gegenangriff anzusetzen. Schwieri, Eckball. Das könnte gefährlich werden. Er spielt den Ball hinein und es gibt einen Abstoß vom Tor. Ja, sieht fast so aus, als hätte er zu genau Maß genommen. Der Kopf verlängert. Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Überharter Einsatz. Cannavaro. Filippo Inzaghi. Per Kopf. Del Piero. Und es gibt einen Abstoß vom Tor. Neben das Tor. Ja, aber solche Chancen muss man doch einfach verwerten.
mit dem Kopf. Da hat er jetzt ein bisschen Raum. Totti. Und die Chance. Sie lassen dem Gegner jetzt zu viel Platz da vorn. Vorwärts gespielt. Per Kopf. Er zieht ab. Eckball. Das wäre ein Tor wert gewesen. Das könnte gefährlich werden. Roberto Baggio. Aufgepasst. Einwurf. Foul und der Schiedsrichter pfeift sofort. Es sieht wirklich so aus, als würde ihm jeder Schritt... Vieri. Er zieht ab. Eckball. Mit dem Kopf vorgelegt. Eine Chance. Und es gibt einen Abstoß vom Tor. Und der Ball will einfach nicht über die Linie. Eine Einwechslung steht offenbar unmittelbar bevor. Der neue Mann steht schon bereit. Schöner Doppelpass. Roberto Baggio. Spiel nach innen verlagert. Vieri. Vermeidet die Abseitsfalle. Del Vecchio. Und es gibt einen Abstoß vom Tor. Ja, sieht fast so aus, als hätte er zu genau Maß genommen. Szenenapplaus zur Begrüßung des Neumanns auf dem Rasen. Phänomenaler Antritt. Passt. Die Lücke zu schließen. Vom Gegner abgefälscht. Roberto Baggio. Luftkampf um den Ball. Deckt den Ball geschickt mit dem Körper ab. Zidane. Macht er vorbei. Vieri, harter Kampf um den Ball. Del Piero. Oh, das sah übel aus. Mit dem Kopf verlängert. Totti. Vieri.
Er kämpft um jeden Ball. Und drin ist das Ding! Filippo Inzaghi. Sie finden einfach keine Lücke. Del Vecchio. Der Schiedsrichter hat die Partie abgepfiffen. Turin kommt zu einem schwer erkämpften Arbeitssieg. Stefan, wie könnte man diese Partie auf einen Nenner bringen? Eine erstklassige Partie. Beide Teams hätten es verdient gehabt, als Sieger vom Platz zu gehen. Stimmt.